Das ist Lotta. Lotta ist 7 Jahre alt und besucht die 2. Klasse einer Grundschule. Ihre Lieblingsfächer sind Sport und Kunst. Lotta lebt in einer Familie mit guten sozioökonomischen Verhältnissen. Sie hatte eine unauffällige Kindheit und ist ein aufgewecktes, ehrgeiziges und sozial kompetentes Kind. In ihrer Freizeit liest sie gerne Bücher und schreibt auch ihre eigenen Geschichten. Aber in der Schule sieht das ganz anders aus. Sobald sie dort etwas schreiben muss, bekommt sie ein mulmiges Gefühl im Bauch. Aus Erfahrung weiß sie, dass sie viel mehr Rechtschreibfehler macht als die anderen Kinder in ihrer Klasse. Auch ihre LehrerInnen haben sie schon oft darauf angesprochen. Vor kurzem hat ihre Deutschlehrerin ein Gespräch mit Lottas Eltern geführt, weil der Lehrerin aufgefallen war, dass ihre Rechtschreibfähigkeiten unterdurchschnittlich sind und sie eine Rechtschreibschwäche vermutet. Daraufhin hat sie den Eltern empfohlen, sich außerschulische Unterstützung zu suchen. Lottas Eltern nehmen den Rat der Lehrerin ernst und suchen sich Hilfe. Infolgedessen muss Lotta verschiedene Gespräche und Tests durchführen. Die Durchführung eines nonverbalen Intelligenztests ergab einen überdurchschnittlichen IQ von 116. Auch aufgrund ihrer ansonsten recht guten schulischen Leistungen konnte das Vorliegen einer generellen Lernschwäche nicht bestätigt werden. Außerdem waren ihr Hör- und Sehtest unauffällig. Komorbiditäten mit anderen Defiziten und Störungen, zum Beispiel ADHS oder Dyskalkulie, konnten ebenfalls ausgeschlossen werden. Da lediglich Auffälligkeiten hinsichtlich ihrer Rechtschreibleistung bestehen, wird die Hamburger Schreibprobe für die 2. Klasse durchgeführt. Der Test hat ergeben, dass Lotta gerade beginnt, die alphabetische Strategie zu nutzen und lautorientiert zu schreiben. Außerdem hat sie nur ansatzweise Einsicht in den Bezug zwischen Buchstaben und Laut erlangt. Zusätzlich wurde ein Buchstabentest durchgeführt, der ergab, dass Lotta nicht alle Buchstaben benennen kann. Das Ergebnis ist klar. Lotta hat laut ICD-10 eine isolierte Rechtschreibstörung. Mit dieser Diagnose kann die Lehrkraft nun eine Intervention anhand der entwicklungsgemäßen Rechtschreibförderung durchführen. Orientiert am Niveau des Schriftspracherwerbs von Lotta entwickelt ihre Lehrerin folgende Ziele, die im Rahmen einer zweimal wöchentlich stattfindenden Einzelförderung erreicht werden sollen. Schon nach kurzer Zeit lassen sich Fortschritte in Lottas Rechtschreibleistung erkennen. Die eingeführten Lauthandzeichen unterstützen die Speicherung der Buchstabengestalten erfolgreich. Da die Ziele und Fördermaßnahmen immer wieder an Lottas aktuellen Leistungsstand angepasst werden müssen, liegt der nächste Förderschwerpunkt in der Vermittlung der Silbensegmentierung. Auch Lotta erkennt die Fortschritte, die sie im Bereich der Rechtschreibung macht und fühlt sich nun viel sicherer, wenn sie in der Schule etwas schreiben muss. Created using Powtoon.